Ich möchte über den Aufbau und über die Funktion vom Ölbrenner sprechen. Ich möchte die einzelnen Bauteile vorstellen. Ich werde beginnen am 7-poligen Stecker, den möchte ich einmal runternehmen. Darüber wird der Brenner mit der Kesselregelung verbunden. Hier sieht man den Ölfeuerungsautomaten mit Entstörtaste. Der Ölfeuerungsautomat übernimmt automatisch die Regelung vom Brenner. Ich werde den Brenner einmal ankippen. Hier sieht man die Ölpumpe. Die Ölpumpe hat zwei Anschlüsse für die Ölleitungen. Einmal eine Saugleitung und einmal eine Rücklaufleitung. Diese werden über Schläuche mit dem Ölfilter verbunden. Hier sieht man Anschlüsse. Darüber werden kann der Pumpendruck eingestellt und kontrolliert werden. Und hier kann einmal der Saugdruck kontrolliert werden, also das Vakuum. Dann möchte ich zeigen, auf der Ölpumpe sitzt das Magnetventil. Und ich möchte den Brenner einmal verdrehen. Und von der Pumpe geht die Druckleitung, eine Druckleitung hoch zum Düsenstock. Ich werde den Brenner noch ein wenig verdrehen. Hier sieht man den Brennermotor. Über diesen Schlitz zieht der Brenner die Verbrennungsluft an, denn im Brennergehäuse befindet sich das Lüfterrad. Ich werde den Brenner noch einmal verdrehen. Hier sieht man den Zündtrafo. Vom Zündtrafo gehen die Zündkabel hoch bis zum Düsenstock bzw. zur Zündelektrode. Ich möchte hier einmal rausnehmen, das ist die Fotozelle. Die möchte ich einmal zeigen. Und hier hat man eine Stellschraube, darüber wird die Luft eingestellt. Man verschiebt die Stauscheibe bzw. den kompletten Düsenstock im Mischrohr. Ich werde aber das Mischrohr noch einmal aufschrauben, damit man das sieht. Ich möchte die Fotozelle erstmal wieder reinstecken und den Brenner wiederum verdrehen, dass man das einmal sieht. Hier oben ist eine Einstellung, das ist eine Voreinstellung für die Luft. Man stellt die Luftklappe ein im Gehäuse. Hier sieht man das Mischrohr, man spricht auch vom Flammenrohr. Ich möchte das Mischrohr einmal runternehmen, damit man den Düsenstock sieht, den Düsenstockvorwärmer und die Zündelektrode. Ich muss nur die Schraube lösen und das Mischrohr vorsichtig runternehmen. So sieht das aus, ich möchte es zur Seite stellen. Ich werde den Brenner noch einmal verdrehen. Hier sieht man die Mischeinrichtung, hier sieht man die Stauscheibe. Hier oben befindet sich die Zündelektrode. Ich möchte die Zündelektrode demontieren. Ich werde die Zündkabel runternehmen. Hier hat man Isolierungen aufgeschoben. Der Grund ist, dass nicht unkontrolliert hier Funken überspringen können. Ich werde jetzt die Zündelektrode von der Mischeinrichtung runterschrauben. Wenn man die einzelnen Bauteile einmal sieht, die Halterung zur Seite legen. So sieht die Zündelektrode aus. Jetzt möchte ich die Mischeinrichtung und Stauscheibe vom Düsenstock runterschrauben, dass man das einmal sieht. So sieht das aus, Mischeinrichtung, Stauscheibe. Jetzt sieht man die Öldüse, den Düsenstock und den Düsenstockvorwärmer. Ich werde
oder möchte jetzt, dass die Häuser einmal aufschrauben, damit man die Luftklappe und das Lüfterrad einmal sieht. Das mal vorsichtig runternehmen. So sieht das aus. Wie gesagt, hier ist das Lüfterrad, das läuft hier. Hier sieht man die Luftklappe und hier sieht man die Einregulierung für die Luftklappe, also für die Luftzufuhr. Ich habe darüber gesprochen, dass hier oben Luft eingestellt wird. Hier sieht man die Stellschraube. Es wird der gesamte Düsenstock plus Mischeinrichtung verschoben, um die Luft einzustellen. Ich möchte noch einmal zeigen, hoffe, dass man das sieht. Und hier ist montiert, wie gesagt, die Fotozelle, die ich schon einmal rausgenommen hatte. Jetzt möchte ich zum Ablauf kommen. Wie funktioniert der Ablauf vom Brenner? Die Funktion der Brennerautomatik. Der Ölfeuerungsautomat bekommt eine Anforderung vom Regler. Durch diese Anforderung wird der Automat ein Startprogramm starten. Dieses Startprogramm löst aus, dass im Düsenstock Vorwärmer, dort ist ein Heizelement, das wird aufgeheizt auf eine Starttemperatur, denn das Heizöl benötigt eine gewisse Temperatur. Im Düsenstock Vorwärmer ist ein Thermostat montiert. Ist die Starttemperatur erreicht, wird dieses Thermostat Strom freigeben an den Automaten. Der Automat wird jetzt Strom freigeben an den Brennermotor und an den Zündtrafo. Jetzt laufen an das Lüfterrad, der Brennermotor läuft und die Ölpumpe läuft. Sie sind alle drei auf einer Achse montiert, also sie laufen gleichzeitig an. Jetzt wird der Automat eine Vorlüftzeit und eine Vorzündzeit ablaufen lassen. In der Vorlüftzeit wird der Heizungskessel belüftet, es werden alte Gase zum Schornstein rausgeschickt. Und gleichzeitig bildet sich an der Zündelektrode ein Funke. Nach diesen Zeiten wird oder öffnet das Magnetventil und gleichzeitig lässt der Automat eine Sicherheitszeit ablaufen. Nach dieser Sicherheitszeit wird das Luft-Öl-Gemisch gezündet. Wir haben eine Flamme und die Fotozelle erkennt diese Flamme. Die Fotozelle gibt einen Impuls an den Automaten. Im Automat sitzt ein Flammenwächter. Erhält der Flammenwächter dieses Signal, wird eine Nachtzündzeit ausgelöst. Und nach dieser Nachtzündzeit ist das Startprogramm vom Brenner beendet. Der Brenner ist in Betrieb. Während des Betriebes wird das Thermostat vom Düsenstock-Vorwärmer überbrückt. Der Grund ist, denn sollte die Starttemperatur sinken, würde das Thermostat den Brenner abstellen. Somit bleibt der Ölbrenner in Betrieb, bis wieder vom Regler ein Impuls kommt, dass der Brenner abgestellt werden muss. Und das heißt wiederum, es wird, ich will das mal so bezeichnen, schlagartig der Brennermotor ausgestellt und das Magnetventil geschlossen. Und somit ist der Brennerbetrieb eingestellt.